Löse die quadratische Gleichung 2x² minus 4x minus 2 ist gleich minus 12. Wir wollen diese Funktion lösen, und zwar mit Hilfe des grafikfähigen Taschenrechners, und zwar mit Hilfe der Funktion Calculate Intersection. Dafür ist es wichtig, etwas über Gleichungen zu wissen, und zwar, dass wir zwei Terme haben, die mit einem Ist-Gleich-Zeichen verbunden sind. Hier haben wir den ersten Term und hier haben wir den zweiten Term. Außerdem, wie der Name schon besagt, Intersection heißt so viel wie Schnittpunkt. Das heißt, der grafikfähige Taschenrechner wird die Schnittpunkte vom ersten Term mit dem zweiten Term berechnen. Wenn wir uns das näher anschauen, hier haben wir einen quadratischen Term, ist also als Bild eine Parabel, und hier haben wir im Prinzip einen linearen Term, beziehungsweise eine Parallele zur x-Achse, was auch nichts anderes ist wie eine Gerade. Der Taschenrechner soll jetzt also die Schnittpunkte der Parabel mit dieser Geraden berechnen. Dazu sage ich jetzt einfach, dieser linke Term soll jetzt einem y1 entsprechen, also 2x² minus 4x minus 2 ist y1, und y2 entspricht dem rechten Term, ist also minus 12. So, das geben wir jetzt mal in unseren Taschenrechner ein. Wir gehen auf y ist gleich. Bei y1 geben wir jetzt den linken Term ein, 2x². Minus 4x minus 2 und für y2 gleich minus 12. So, bei diesem Taschenrechner ist es wichtig, erst auf Graph zu gehen und sich die Sache mal anzuschauen. Wie gesagt, wir suchen ja die Schnittpunkte der Parabel mit der Geraden. Jetzt hat er mir nur die Parabel eingezeichnet, aber die Gerade fehlt noch. Sollte das der Fall sein, so lange auf Zoom und Zoom Out gehen, bis die Parabel und die Gerade sichtbar sind und auch die Schnittpunkte davon. So, hier ist wieder meine Parabel. Und hier zeichnen wir jetzt die Gerade ein. Und aus diesem Bild können wir jetzt schon eine Vermutung anstellen. Nochmals, Intersection heißt also für mich Schnittpunkt, Parabel und Gerade. Und wie wir jetzt im Schaubild schon sehen können, es gibt keinen Schnittpunkt. Also wird es, wenn ich jetzt die Funktion Calc Intersection ausführe, auch vermutlich zu einem Error kommen. Wie wir sehen, Error 36, keine Lösung. Wir waren auch beim Zoom weit genug draußen, um beide sehen zu können. Das heißt, in dieser Sache gibt es tatsächlich keine Lösung. Also schreiben wir auf. Wir haben die Taste Calc benutzt. Und wir wollen ja über Intersection gehen, da nur eine grafische Lösung jetzt nicht ganz ausreichend ist. Aber Intersection liefert uns ja ebenfalls No Solution, also keine Lösung. Und deswegen können wir das auch so aufschreiben. Und die quadratische Gleichung ist gelöst.